Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder da seid. Ich bin heute an einem absoluten Hotspot für Artenvielfalt, zumindest für die Ornithologen unter euch. Hier geht's volle Kanne ab. Über mir kreisen Störche, Rotmilane, Dohlen, Mäusebussarde, Kolkraben. Hier ist richtig, richtig was los. Das ein oder andere Flugzeug ist auch dabei, wie ihr gerade sicherlich hören könnt. Aber ich bin an einem Ort, wo es nicht unbedingt schön ist. Es riecht absolut nicht gut, um nicht zu sagen, es stinkt maßlos. Und hinter mir, keine, ja, 50 Meter entfernt, ist ein riesengroßer Müllberg, auch wenn man den nicht sehen kann. Ich stehe hier direkt am Zaun von der Müllhalde und die Tiere, die hier unterwegs sind, in der Luft unterwegs sind, die wirklich zum Teil ganz knapp über meine Köpfe geflogen kommen, die fressen halt hier auf der Halde. Und naja, ich finde es überhaupt nicht schön, aber das ist genau das, was Mensch und Natur eben auch macht. Die Tiere, ich muss zwischendurch mal gucken, was hier alles so vorbeigeflogen kommt und ob ich euch vielleicht mal weglegen muss. Aber im Moment geht es gerade. Die Tiere ernähren sich von dem, was wir wegschmeißen. Die profitieren sicherlich nicht davon. Wer profitieren ist ein Wort, da wird es positiv sein. Ich glaube nicht, dass es positiv ist, wenn sie Müll fressen, Müll mit in ihre Nester schleppen. Wer weiß, wie viel Plastik die in ihren Nestern, in ihren Mägen haben. Das ist sicherlich absolut nicht schön und alles andere als irgendwie so, wie man sich das vorstellt. Aber das ist eben die Realität. Das ist einfach leider auch Mensch und Natur und das ist, womit wir leben müssen. Da kommen ein paar angeflogen. Vielleicht seht ihr sie jetzt. Der hat gerade einen Bagger die Tiere aufgescheucht und ich versuche mal jetzt ein paar Bilder zu machen. Also das ist echt der absolute Hammer. Das habe ich noch nie erlebt. Hier kommen wirklich, wenn irgendwie auf der Halde jemand irgendwie fährt mit einem Bagger oder sowas, dann scheucht der ganz kurz die Vögel auf. Dann steigen hier auf einmal 10, 15 Rotmilane in den blauen Himmel in bester Fotodistanz. Das ist total abgefahren. Nicht, dass man sie gut fotografieren könnte. Es ist affenschwierig hinterherzukommen. Aber es ist total großartig. Es ist einfach so geil, was hier los ist. Es ist ein absoluter Hotspot hier, auch wenn es überhaupt nicht schön ist, wenn es überhaupt nicht gut riecht. Aber ich kann jedem nur empfehlen, der eine Müllhalde in der Nachbarschaft hat, geht hin, nimmt Fernglas mit, schaut es euch einfach mal an und dann schreibt mir doch einfach mal, was ihr für Tiere gesehen habt, wenn ihr so an der Halde unterwegs seid. Lasst es euch gut gehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ich mache hier einfach mal weiter. Ich kann noch mindestens 10.000 Fotos machen, bis die Sonne untergeht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.